Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Asgard. Wir stehen bei Tag 219 und wollen den Boss erlegen. Es ist Tag. Diesmal, ich habe mir auch was gebastelt, das will ich noch nicht nehmen. Ich habe zwei Patrouillenmarker da irgendwann. Man könnte man meine drei Bogenschützen daher holen. Ich mag das aber mal so versuchen nochmal. Man verbraucht wirklich 5 solche Jotunsteine. Jedes Mal anscheinend dafür. Also Tee sammeln. Ich werde jetzt mal sammeln. Schauen mal, ich habe mir jetzt auch einen Bogen mitgenommen. Wo er mal mit dem Bogen ist. Er hat auf jeden Fall Weak Spots, auf die man schießen muss. Was habe ich hier am Knie? Ich bin nicht gut im Bogenschießen, muss ich zugeben. Der hat nicht wirklich, der verliert nicht wirklich viel Life, wenn ich auf den schieß. Okay. Na gut, das ist auch der Endboss. Der darf auch ein bisschen schwerer sein. Man muss halt nur die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Das ist mal fix. Also. Holt uns aber nicht die ganze Zeit eins mit dem roten Ding, oder? Ne, jetzt kann man auch so strahlen. Ja, genau, die sind cool. Aber lass muss ich mal ein paar von die kommen, weil die können wir theoretisch zerschießen. Weil wir könnten jetzt die ganze Zeit auf ihn schießen. Ich bin Level 2 Bogenschütze, bitte. Aber es ist jetzt nur ein Test. Also die normalen. Okay. 3 Ads? Wie viele Ads beschwört denn der? Ich teste das mal, ja. Es ist ja nur mal ein Versuch jetzt. Ich weiß ja noch nicht genau, wie ich den Tod kriege. 4 Ads, okay. Wenn ich hier mal das kaputt mache. Was sind die Richtung? Na, da wollte ich jetzt eigentlich raus. Okay, ging nicht. Aber viel Zeit hat man da nicht rauszukommen. Also das ist schon. Wenigstens habe ich mit Ausdauermanagement jetzt kein Problem gehabt. Also wenn ich das platt mache. Bumm. Stein die. Das hat jetzt aber ordentlich Schuss. Aha, okay, also man kann die. Man kann den ganzen betäuben. Nein! Raus da! Ich finde es halt ziemlich heftig, dass ich auch als Nahkämpfer den wirklich dann nur auf seinen Weak Spot schlagen kann, weil der ist ja nicht so lang betäubt, der Typ.
meine, der geht anscheinend schon ein bisschen runter. So, wie soll ich denn den? Was ist jetzt hier? Muss ich den mit der Picke hauen? Warum stehen die da drüben so rum? Meine, wir können auch mal die Pickaxe probieren dann. Aber nicht für das hier. Das gibt's nicht, jetzt bin ich erkältet. Ach Mensch, na, kann ich vergessen. Okay, also wir wissen es, was haben wir jetzt gelernt? Man kann den betäuben. Ich weiß nicht, wo ich den im Nahkampf treffen kann. Das habe ich jetzt auch mitgelernt langsam. Ich habe keine Knoblauchsuppe mit, um mich zu heilen. Ich kann nicht mal probieren, auf die hinschlagen, weil ich sonst wenig Ausdauer habe, um aus die Kreise zu laufen. Okay, aber die kann ich damagen. Nur den großen nicht. Den kleinen schon. Ich habe wahrscheinlich auch die denkbar ungünstigste Zeit mit dem Winter ausgesucht. Im Prinzip könnte ein guter Bogenschütze ja die ganze Zeit auf den schießen, ne? Ich halt nicht. Geht die Ausdauer aus. Aber man kann einmal ziemlich lange Zeit ohne Sprinten einfach im Kreis gehen. Das ist möglich. Es kommen nicht unendlich viele Ads. Die vier sind jetzt anscheinend Schluss. Aber ich komme irgendwie nicht dazu, dass ich ihm Damage mache. Sieht schon besser aus wieder. Die Kleinen kann man überall anschießen, okay. Ja, so mache ich dem kein Damage. Autsch, falsch.
Nein, 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 nein. Ich wollte das gerade jetzt wieder sich gelegt, hingeniet. Ich schau wieder, wo der seinen Weak Spot hat zum Schlagen. So eine Scheiße. Na gut, als Geist. Und die Seele von einem anderen, ja. Wer ist denn da immer so absolut unbrauchbar? Was ist denn Balder? Wo ist er denn? Balder, wo bist du? Hab was für dich. Na gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ich bin ja mit meinem ganzen Zeug hier wieder belebt worden. Ich habe mir das mal kurz mal im Internet nachgelesen, nur sicherheitshalber. Er kann im Nahkampf besiegt werden. Die Weak Spots haben nur eine beschissene Hitbox. Okay. Ja, das soll so sein. Ich werde jetzt meine Kompagnons mit draufnehmen. Es ist 4 Uhr. So früh, das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich. Na, meine Maxel sind ja schon hier. Speichern. Ich bin gespannt, wenn ich den jetzt so. Der eine ist aber auch gleich im Nahkampf geblieben. Ich werde den jetzt gleich mal beschwören. Hey. Wisst was? Ich brauche euch eh nicht, Idioten. Wirklich. Ich weiß immer nicht, was die Einheit von dem Scheißer ist, aber okay. So. Könnt ihr euch eh schleichen, brauche ich eh nicht. Gut, Leute, einmal speichern. Einmal beschwören, verbraucht auch weniger von diesen Dingen. Etwa 300 Damage. Eieiei, muss weg. Vor allem, das kommt ja auch immer wieder. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die immer gleich Platz zu machen. Was nicht immer gehen wird, weil da. Ja, lass keine Ruhe mit dem werfen. Und wenn ich näher rangehe an den, hört er dann auf mit dem werfen. Ja. Weg! Uah. Eieieiei. Und die Steine heilen ihn wieder. Gut, das wissen wir jetzt ja schon. Aber die stunnen jetzt hier auch dann, die Typen. Ich will sie kaputt machen.
Ewig spielen darf man sie wirklich nicht. Den Anfang erschlagen. Gut, das geht anscheinend auch. Das ist schwieriger, ist wirklich aus dem Kreis da rauskommen. Den trefft es aber nicht leicht. Vor allem mit seinen dämlichen Steinen vom Himmel, da ist er ziemlich nervend. Aber das ist vielleicht auch, weil ich so weit weg bin. Vielleicht muss ich näher ran. Sehen? Wie soll ich den, wenn ich kriege, oder ich gehe immer zu nah ran, ich weiß nicht, ich kriege im Nahkampf irgendwie kein Damage raus. Das müssen wir noch ein bisschen üben und dann lockt man nochmal um, also ein, ne? Ich könnte da mal mit dem Bogen auf den da üben, weil ich habe eh... Brauche ich... Oh! Ne? Okay, das bringt gar nichts. Das ist völlig unnötig bei mir. Das ist geil. Immer wenn die liegen, lasse ich da und das, und da kommt immer einer vom Himmel ganz voll. Nein, jetzt komme ich da nicht raus. Ist er weg? Jetzt bin ich ein bisschen drunter im Ding. Okay, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber man kann die super selbst platt schießen lassen. Jetzt werden wir mal einen Nahkampf versuchen, wenn der eine von ihm gefallen ist, ja. Kann man mal ein bisschen rankommen. Nein, man muss von weiter wegschlagen, darf nicht ganz hingehen. Aber es ist, ihr seht, es ist ziemlich heavy. Ich glaube nicht, dass wenn man Leben verloren hat, das da hinbringt, weil ich krieg da garantiert immer wieder Damage rein. Ja, genau das. Und er heilt sich ja auch immer. Und das ist in dem Spiel ja urfies, dass man praktisch keine Heilung kriegt.
Tschüss. Okay. Das ist wirklich knapp. Man darf da nicht stehen bleiben. Aber überhaupt nicht. Komm noch ein Stück zu dem Ding vor. Nein, das... Ich weiß nicht, wie das, wenn der am Boden liegt, funktionieren soll. Ich glaube aber vielleicht von vorne. Von hinten geht es auf jeden Fall nicht. Ich krieg da keinen Damage ran. An der Hand. Ja, ja. So, kurz mal zum Hauptmenü. Aber jetzt sind wir schon langsam, geht's, ne? Schauen wir mal, ob das jetzt klappt mit dem Safen. Aber die Hand wäre leichter zu damagen. Ich frage jetzt, ob man sich sowas überhaupt antun. Was? Immer. Meine Friends haben sich ja auch verpisst wieder anscheinend. Jetzt schaue ich mal nur nach, ob ich die... Aber es hat funktioniert, was ich gemacht habe. Das ist cool, da könnt ihr noch ein bisschen rumprobieren. Ich sperre mich gleich an. Ich glaube aber, wir erlegen die. Das geht schon. Sind die Typen jetzt? Ich probiere es nochmal so jetzt, weil die kommen jetzt sowieso nicht gleich. So, dann hauen wir das nochmal rein. Machen nochmal einen Save hier. Darf aber nicht zu nah ran, das weiß ich noch. Es ist auch so brutal, dieses, dass man, wenn man hingeht, sofort so ein Ding abkriegt. Warte mal. Schaut nach einer Taktik aus, wir haben noch Full Life. Aber das muss ja noch nicht so bleiben, der kriegt ja auch noch Heilung. Mal schauen, was wir da noch hinkriegen. Schuk, schuk. Jetzt habe ich das Problem. Ja, bist du super. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die wegkriegen muss von dem Großen. Weil ich sonst immer, wenn ich mal zum Schlag komme, von hinten eine auf Batterie kriege von denen. Machen wir mal so. Nein! Ja, genau. Da will man mal und dann... Genau das. Yeah.
Sollten da nicht schon langsam mal die Heilsteine kommen? Oder kommen die nur, wenn er zu viele Golems hat? Raus da! Komm. Tschuk, tschuk. Ah, fuck. Vergessen, da kommt das ist ein. Ja, Wolf, komm, geh weg. Die Frage ist, ob man überhaupt auf so einen Wolf hin wartet, auf so ein Ding wartet, oder ob man einfach, da geht's nicht von der Seite, ob man überhaupt auf so ein Heilending versucht zu töten und ihn zu stunnen, weil man kommt ja so auch rundum. Komm, ja, bumm, passt. Jetzt ja, man kriegt da wirklich nur ein, zwei Schläge hin. Da ist die Frage, ob sich das überhaupt rentiert. Komme ich am Fuß auch ran in der Zeit. Oh, jetzt hätte ich wieder fast auf den sternfliegenden Ding da vergessen. Also man darf nicht stehen. Kaum, wenn man steht, geht sich das aus dem Kreishaus nicht aus. Man muss immer in die Richtung gleich raus, wo man geht. Ach du Scheiße, manchmal. Wenn du mich schon ein bisschen auf die Probe stellen. Muss man schon sagen. Jetzt hätten wir mal am Frieden. Naja, da hat man jetzt schon ordentlich Schaden reingemacht, ja. Also ich, wie gesagt, das Problem an dem Spiel ist, dass man in dem Spiel absolut keine Heilung hat. Eigentlich also vielleicht irgendwie die Suppe ein bisschen. Das ist und bleibt halt nicht viel. So an den auch ran. Kommt schon irgendwie an den Fuß hinten, aber ich habe Angst, dass ich vollen Damage abkriege. Deswegen traue ich mich nicht. Bumm. Da keine Füße mehr? Wo ist denn jetzt hin? Der verliert seine Beinchen. Schön. Aber er wirkt angepisster. Kann er sich jetzt nicht mehr rühren? Fertig.
zu spät. Okay. Ja, ich muss Ausdauermanagement, Ausdauermanagement. Ja, kacke. Der wird geheilt von den zwei, gell? Naja, sind wir da noch hinten. So, Heilung oben lassen ganz. Scheiße. Guter Try, oder? Der war wirklich gut. Ich glaube auch, dass man jetzt beim nächsten Mal, naja, nächsten Mal nicht, aber ich glaube auch, dass man jetzt dann erwischen werden, weil das war jetzt ja schon recht gut dran, oder? Schauen wir mal. So. Nahkampf. Versuchen wir mal ein bisschen mehr Nahkampf hinter denen. Ich glaube, das schaffen wir. Wenn ich so schnell alle lang ausweichen müssen, glaube ich, kommen wir auch weiter. Es ist so dämlich, den zu kriegen. So, und jetzt wieder ein bisschen gesittet, oder? Das Ganze. Okay, das darf ich nicht. Vor ihn ran darf ich nicht. Wieder ran. So, hören wir uns einfach mal, was sollte schief gehen. Was mich am meisten stört, ist dieses, wenn ich daneben treffe, dieses Rückprallen. Das nervt wirklich, weil ich einfach dann mich kurzzeitig gar nicht bewegen kann. Das ist so ein bisschen. Mal, ob ich die kleinen mit so einer Sprungattacke schneller hänge. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hinter dem. Ja. Schneller kaputt. Ah, oh, das war jetzt mies. Ja.
Ja, das schaut nicht gut aus. So, try mal das mal. Wollen wir mal mit mehr Nahkampf. Langsam weiß ich schon halbwegs, wo ich hinschlagen muss, aber es ist nicht so leicht, weil mein Maxel bei jedem Schlag auch einen Schritt nach vorne geht. Sein Scheiß, geh runter von dem blöden Stein da. Guter Gedanke, schlechte Umsetzung. Auf der linken Seite bleiben. Komme ich nicht hin? In die andere Richtung rennen. Ein Stückchen weg, man muss das Glück ja nicht überstrapazieren. Komm schon! Oh, lahme, langsame Animationen da immer. Weg, nicht übertreiben, keine Ausdauer, nix. Ah. Aber den haben wir jetzt schnell unten gehabt, den Typen. Da waren wir jetzt schon besser dabei. Jetzt müssen wir nur Phase 2 auch hinbringen. Nehmen ihn runter, kann gehen. Oh, das sind betäubt. Jawohl, so geht das. So, Ausdauerring.
Okay, raufstellen ist besser. Es wird aber schon ein bisschen stressig, das Ganze, muss man schon sagen. Dann machen wir mal so einen Heilstein, komm. Auch sehr schön, gut zu wissen. Okay, betäuben, den müssen wir betäuben. Das hilft so, das ist nicht gut so. Mein Mag, der hilft zwar blöd rum, eine Weile, aber ja, der macht so eine AOE. Heilstein. Kriegt er nichts? Kriegt er keinen Damage rein an den? Ich weiß nicht wieso. Besser aus. Doch zum Scheißen da. Ehrlich jetzt, es ist so blöd, wenn man da. Also da müsste schon was ändern. Er ist machbar, ja. Aber da hat doch jeder Bogenschütze wieder tausendmal leichter, ein ausgebildeter Guter. So, mit einem Schlag geht das übrigens besser. Weil man auch schnell mal aus dem Weg kann, wenn der, genau wenn das kommt. Heilstein! Nein, Golem! Kämpft jetzt schon den ganzen Ingame-Tag übrigens. Wird schon wieder Abend. Das ist ein Heilstein, was er hochgeschossen hat, habe ich gesehen. Jawohl. Was rollen da? Ach Gott. Das gibt's doch nicht, oder? Jetzt krieg ich auf die Batterie. Bist du deppert, jetzt krieg ich auf die Batterie. So.
Das wäre jetzt so der finale Hit, wenn ich das überlebe. Hast du das gesehen? Ist der jetzt auch tot? Weil jetzt Ruhe ist, ist der jetzt tot? Was drücke ich mal auf Wiederbeleben? Na, das ist Geist. Das heißt jetzt nicht, ist jetzt tot. Ma, Scheiße. Leute, das war knapp. Das war sowas von dermaßen knapp jetzt. Ah. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Ein Hit. So, auf ein neues. Mit mehr Nahkampf mal, schauen was rauskommt. Auch ein bisschen Platz dahinter ihm. Es ist doch sowas von blöd. Ich hab das doch. Ich frage schon, der steht ja auf dem Stein da oben. Jetzt steht der so schief da unten, dass ich mit der Axt nicht hintreffe, weil er von oben ist. Das gibt's ja nicht. Na komm her. Komm raus da. Das kann's ja nicht sein. Das ist so buggy schon wieder. Scheiße. Ich hab auf das nicht geschaut. Kommst du daher oder? Das ist der dreht sich mit. Das ist also ja. Hardcore-Mode für Nahkämpfer anscheinend. Weil wenn die Axt von links kommt, trifft sie nicht, von rechts schon. Ich glaube, mit einem Bogen hat man das Problem nicht. Aber das, ich weiß, das geht. Ich habe es vorher beim Try dazwischen mal fast komplett schon. Bis auf 1 mm hat er noch gehabt und dann bin ich umgefallen. Also ich glaube, das ist schon okay so. Thank you.
dreht sich in die falsche Richtung. Ich glaube, der stampft nämlich immer mit dem einen Fuß. Das tue ich mal relativ schwer irgendwie. Bumm, genau, jawoll. Der Seite ein bisschen. Ich muss von der Seite heran, dann geht's. Kommt man nämlich an den Fuß ran. Also es ist gut, dass der Wechsel gleich so ein Heilding gleich bei ihm ist. Das ist so dumm. Das ist so dumm mit den Hitboxen, wirklich, das ist Wahnsinn. Ah, jetzt dran sind im Kreis. Ah, mich gern. Weg hat man aber andererseits das Problem, als nicht, weil ich glaube, in der Nähe ist das weniger schlimm mit dir. Diese Blitze kommen irgendwie nicht so. Dieses meine ich. Kann er doch so auch ran, oder? Ja, das ist mal ein Hit. Und auch nicht ein Hit. Ein Hit, bevor er nämlich dann, auch wenn man nur anklopft sozusagen, dann merkt er, dass wer da ist. Cool, ist, er kann immer weg eigentlich, ne?
aus? Nein. Was geht's denn mit dem Gesicht aus? Kämpft den ganzen Scheißtag schon mit dem. Oh, sehr schön. Mir wird das jetzt trotzdem heavy. Komm nämlich an den Standards da dran, da in ihm. Ja, ah ja. Sind das alle, die ich reingeschickt habe? Nee, das müssten wesentlich mehr sein. Ist da irgendwas Spannenderes? Na klasse. Das zahlt sich eigentlich aus, wenn man den einmal beschwört und dann killt, kriegt man urviel von denen. Irgendwas Spezielles auch noch dabei? Nö. Leute, wir haben ihn erlegt. Er ist tot. Geht hin in Frieden, du Stein-Typ. Dank sehr, Wicked. Nee, also, summa summarum war er dann doch nicht so schwer. Die Taktik muss man rauskriegen, das war eigentlich recht easy, also recht schnell. Ich habe da nur ein paar Mal rumprobiert, jetzt, dann merkst du ja, was passiert. Am Anfang denkst du, das geht gar nicht, und dann merkst du aber mit der Zeit, doch, das läuft. Das läuft, das kriegst du tot. Also, ich finde das ein wirklich. Die Feuerstelle werde ich mir jetzt anzeigen lassen. Ich finde das ein wirklich schönen Bossfight. Und mir ist heiß wie Sau, ich stelle jetzt die Kamera ab. Aber ich sage, Leute, das war der Bosskampf im Melee-Solo. Wir werden es mal probieren, wenn die NPCs mal vielleicht genehm sind und vielleicht nochmal kommen, ob die was tun würden. Aber ich glaube, die würden nur sterben. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ein ausführliches Guide-Video dazu wollt, sagt es. Aber ich denke mal, das hier ist ein Guide praktisch. Solo-Melee-Kill. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, adios und ciao.